Was wäre für euch schlimmer? Nie wieder ein Buch lesen dürfen oder nie wieder Musik hören? Nie wieder Musik hören. Ja, nie wieder Musik hören. Wäre schlimmer. Du auch? Ja, lesen tue ich zu 80% nur aus Selbstdarstellung. Also ich lese, damit ich gelesen habe. Und Musik höre ich, weil ich gerne Musik höre. Aber jemand wie du, der so mit Sprache umgeht, du liest doch, oder? Ja, ich lese, aber ich fände auf Musik verzichten wirklich schwerer, weil Musik begleitet mich viel mehr. Also im Zug, wenn ich aus dem Fenster gucke und so tun möchte, als wäre ich gerade Hauptdarstellerin in einem Film, den es nie geben wird. Da höre ich Musik und lese kein Buch. Und natürlich hat mich Literatur immer begleitet, aber ich glaube, Musik war für mich immer wichtiger zur Zugehörigkeit. Von wem ist man Fan? Welche Shirts trägt man? Mit wem will man ins Bett und auch nicht ins Bett? Irgendwie war Musik immer sehr viel näher an meinem Herzen und Literatur ist immer in meinem Kopf. Und auf meinen Kopf kann ich zur Not verzichten. Also bei mir ist so, dass... Aber das ist jetzt wirklich... Das wäre jetzt der Titel. Ja. Mein Titel Buch heißt übrigens... Hätte diese Sendung Titel auf meinen Kopf, kann ich zur Not verzichten. Wäre, glaube ich, dann der Titel. Ja.